Hast du manchmal auch ein mulmiges Gefühl, wenn dich ein Bettler auf der Straße anspricht und dich um Geld bittet? Fragst du dich, wenn du ihm Geld gibst, ob du jetzt mit dem etwas Gutes tust oder eher eine Sucht unterstützt? Wir wissen, Geld geben kann ein Akt der Barmherzigkeit sein, aber andererseits kann es jemand auch im System der Abhängigkeit gefangen behalten. Auch der Petrus war in so einer Situation, wo er eines Tages wollte in den Tempel beten, ist am Eingang ein Bettler gesessen, ein Lahme, und hat um ein Almosen gebeten. Apostelgeschichte 3,6, da heisst es: Silber und Gold, das war die Antwort eben von Petrus. Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu, steh auf und geh umher. Ich kann nicht sagen wie der Petrus: Silber und Gold habe ich nicht. Darum habe ich mich entschieden, mit dem, was ich habe, etwas Gutes zu tun. Ich habe finanzielle Möglichkeiten und kann Menschen mit diesen Möglichkeiten helfen. Ich kann mich erinnern, eines Tages hatten wir eine internationale Konferenz gehabt, und an dieser Konferenz hat ein Freund von mir aus Nigeria teilgenommen. Einige Monate vor dieser Konferenz hatte er einen Hirnschlag gehabt und war halbseitig gelähmt. Dank Physio hat er einen Teil von seiner Beweglichkeit wieder zurückgewonnen. Als er an dieser Konferenz war, haben wir für ihn gebetet. Wir haben ihm Mut gemacht, wieder dran zu bleiben, an seiner Beweglichkeit zu arbeiten. Die Frage aber hat sich gestellt, wovon lebt er jetzt? Er und seine Familie. Wir haben spontan entschieden, Geld zusammenzulegen, und es ist Geld im Umfang von 3 Monatslöhnen zusammengekommen. Das Geld hat ihm geholfen, respektive die Zeitspanne, wieder sich besser zu erholen, wieder zu seinen Fähigkeiten zurückzufinden und wieder in den Arbeitsprozess sich zu integrieren. Wer Bedürftigen helfen will, der muss wissen, welche Hilfe wirklich effektiv ist. Wie man Armut effizient bekämpfen kann. Wenn das auch dein Anliegen ist, dann lade ich dich herzlich ein, am 28. Oktober an die Stopp Armut-Konferenz in Zürich zu kommen. Dort geht es um das Thema «Mit Geld Gutes tun». Wir freuen uns über zahlreiche Besucherinnen und Besucher, die ein Anliegen haben, mit ihrem Geld anderen Menschen Gutes zu tun.